Hallo allerseits, ich bin Vampir und willkommen zu meinem Unboxing zu Bushido Black Friday in der Limited Deluxe Box. Oder sollte ich eher sagen, guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist LP Bomb und willkommen zu meinem Unboxing zur Bushido Box. Also heute war ich bei C&A einkaufen, ein paar Kleider für meine Tochter. Okay, nein, Spaß. Also, ja, Bushido hat ja auch schon lange Zeit hier kein Solo-Album gedroppt. Und ja, wie ihr sehen könnt, das Ding ist ja ziemlich groß. Das passt nicht mal hier komplett in das Video rein. Und wie immer hier die Abmessungen. Also schauen wir mal. Länge. Ja, ungefähr 32. Dann Breite. Auch ungefähr 32, ist ja quadratisch. Und Höhe. Ja, 5,5. Sagen wir 5,5. So, das wäre ein Volumen von 5.632 Kubikzentimeter. Also es passen ungefähr 5,6 Liter rein in die Box. Mehr als bei der Schwamm Connection Box. So, dann machen wir das Ding doch mal auf. Ach, ist ja schon offen, egal. So, ah, das Ding wiegt auch ein beträchtliches Stück mehr als die Krabbencoke-Box. Also, hier haben wir Bushidos Logo, drunter Black Friday. Schön schlicht gehalten, mit dem giftgrünen Logo und dem schwarzen Hintergrund und der schwarzen Schrift. Gefällt mir. Auf der Seite ist nichts, auf der auch nicht. Auf der Rückseite. Ja, das übliche halt. Ja, Copyright 2017, Bushido, bla bla, All Rights Reserved, Sony Music und so weiter. Also, dann machen wir das Ding doch mal auf. Oh, richtig fancy mit Magneten. Was sofort hier ins Auge sticht, ist die Carlo Cox Noten Vinylplatte mit Sonny Black und Frank White. So, jetzt müsste das. Jetzt halt doch mal fest, Alter. Komm schon, jetzt. Okay, warte, so. Bruh. Egal. So, da haben wir das Schmuckstück. Ach du Schande, das ist ja mehrseitig. Joa, was haben wir denn hier alles? Intro, Elektro, Ghetto, Kordensport, Massenmord, Yo, Peaceman, Badewiese, Carlo Cox Nutten, Warum, Dein Leben, Geh nach Hause, Drogen, Sex und Gangbang, Boss, Wer will Krieg, Schau mich an, Behindert und Sag nicht. Ja, da ich leider keinen Plattenspieler habe, kann ich das jetzt leider nicht abspielen, aber ja. Nicht so schlimm, ist halt aber auch trotzdem ein nice Souvenir. So sieht das schöne Ding aus, richtig edel. Hier nochmal die Tracklist. Das Logo von Bushido. Und ja, nochmal halt die zweite Vinylplatte, weil es sind ja vier Seiten. Und das ist ja doppelseitig bedruckt, deswegen auch, ja. So, dann, was haben wir sonst noch? Ah, das Black Friday T-Shirt. Ah, ich kann es leider nicht im vollen Umfang zeigen. Ich werde dann später dann ein Bild einfach hier dann einfügen, irgendwo hier. Sieht aber auf jeden Fall schon mal richtig schick aus. Dann. Hier sind wahrscheinlich die Instrumentals, oder? Ach, Bonus-EP und die Instrumentals, okay. So, was haben wir bei der Bonus-EP? Intro. Was? Buttplug? Alles klar. Dann Phantombild, anders als ihr, mit Frauenarzt und Taglust als Feature. NMDs, Cocaine Cowboys, alles wird wahr, mit Feat Mo 030. Schwarze Liste, Charakter Feat Matrix und Konsequenz. Okay, alles klar.
So, so sieht die Bundes-EP aus. Richtig schick. Schwarz auf grün. Sieht gut aus. Und auf der anderen Seite nochmal die Instrumentals. Dann hier haben wir das Herzstück. Black Friday, auch im Jewel Case. Mit folgender Tracklist: Black Friday, Sodom und Gomorra, Echte Berliner, mit AK außer Kontrolle als Feature, Fallout, Moonwalk, mit Shindy als Feature, das wird interessant. Geschlossene Gesellschaft, gehen wir rein. Dazu gab es ja auch eine Videoauskopplung. Es hat ja ziemlich polarisiert wegen dem Feature und weil es ja ungewohnter Sound von Bushido war. Dann Papa, CCN DNA, oh, mit Flair als Feature, okay, das wird auch interessant. Ground Zero, Switch Stance mit Lass Unlimited als Feature. Angst mit Ali Boumaier als Feature. Alles klar. Dann Oma Lise und So Lange. Okay, also insgesamt nur 14 Tracks. So. Ja, die Black Friday Tour hier. Ja, in 200 Boxen ist ja ein goldenes Ticket drin, mit dem man dann ja kostenlosen Eintritt zu allen Konzerten enthält. Leider war es bei mir nicht dabei, aber ja, ist nicht so schlimm. Ja, ich hätte wahrscheinlich sowieso nicht hingehen können zu den ganzen Konzerten, also der Verlust ist minimal. So, dann haben wir hier das Booklet. Wenn ich es irgendwie schaffe, hier rauszubekommen. So. Ja, hier ist nochmal die ganze Tracklist mit Bildern im Hintergrund. Oh, hier können wir sogar Bushido sehen. Ah ja, hier die ganzen, ja, das ganze Rechtliche und so weiter. Und ja. Dann haben wir hier das Herzstück und dahinter die Instrumentals. Also ja. Es hat zwar weniger Specials als das Carbon Coke Tape, aber dafür gab's ein T-Shirt. Richtig nice. Dann hier nochmal Werbung für den Merch Store, ist klar. Also ja, ich bin da mal gespannt, was Bushido hier alles fabriziert hat auf dem Album. Also lasst übrigens ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und wenn jetzt einer der ersten herausfinden wollte, wann ich etwas Bombastisches uploade, dann abonniert doch den Kanal. Also, das war's mit dem Video. Bis dahin, see you.